8 et. Bien. Vor 5 Jahren hatten Antonio, Marion, Pablo, Simon, Eloise und Clémence, alle fortgeschrittene Tanzschüler der Pariser Oper, ihre Spitzenschuhe und das klassische Ballett vorübergehend zur Seite gelegt, um sich mit dem Ausdruckstanz vertraut zu machen. Damals lernten sie eine andere Art zu tanzen. Das muss physischer werden. Ihr müsst den ganzen Körper, auch die Arme einsetzen. Sprung nach vorn. Inzwischen wurden sie in das Ballettchor der Pariser Oper aufgenommen, wo sie aktuell für ein Tanzstück von Jerzy Kilian proben. Nein, nein, ihr müsst richtig brüllen. Ihr seid nicht das Opfer, sondern die Angreifer. Noch einmal. Wenn man plötzlich mit wichtigen Leuten arbeiten darf, die man seit Jugendzeiten verehrt, ist das schon bewegend. Und das in unserem Alter. Ihr Mädchen haltet dagegen. Alle wissen Bescheid? Direkt ab dem Solo, bitte. Am Ende der ersten Serie standen wir kurz vor dem Eintritt in das Ballettchor. Und in den letzten 5 Jahren wurden wir in eine Realität katapultiert, die mit dem Leben eines Tanzschülers nur noch wenig zu tun hat. Deine Handarbeit ist seltsam. Hier haben wir es mit sehr starken Persönlichkeiten zu tun, die sich eine ganz eigene, einzigartige Welt erschaffen. Euer Körper will sich bewegen, aber euer Bein nicht. Das ruft Dinge in uns wach, mit denen wir uns vielleicht noch nie beschäftigt haben. Okay, das stimmt noch nicht. Antonio, du musst immer tiefer gehen. Nicht so. Die 3 Choreografien des Tanzstücks werden unter Anleitung der Repetitoren einstudiert. Die linke Seite mehr rein und gleiten, gleiten. Es sieht wie Gleiten aus, obwohl du schon stehst. Weiter, Dorothee. Früher mochte ich Tänze mit vielen Sprüngen und Drehungen. Aber im Laufe meiner Schulzeit ist mir klar geworden, dass mir Ausdruckstanz noch viel mehr Spaß macht. Mit seinem Körper zu sprechen und unterschiedliche Gefühle auszudrücken, ist super. Mit einer Étoile-Tänzerin zu arbeiten, war eine unglaubliche Chance und wirklich sehr cool. Viele ihrer Bewegungen hingen von mir ab und umgekehrt. Da stand ich schon unter Druck. Aber auch die Étoile bekommen nicht alles sofort hin. Ja, stimmt. Sie arbeiten hart, aber mit mehr Selbstvertrauen. Ja, ganz genau. Und das ist schwer zu erwerben. Ja. Du musst nur den Ellbogen beugen und mich loslassen. Dann brauchst du keinen Übergang. Ah gut. Während ich den Fuß bewege, lasse ich los. Genau. Ich brauche dann eine 1/10 Sekunde, um auf deinem Körper Halt zu finden, bevor ich mich abstoße. Der Rest wird dann schon. Ich hatte nie das Gefühl, sie hat mich nie unter Druck gesetzt. Aber das tut man natürlich selbst. Préparation et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Repetitoren, die ich hatte, sagten immer, mach dir keine Sorgen, einfach weiter proben und dranbleiben, dann kommt das schon. Ja, ich schaff's nicht. Ständig hieß es, trau dich, es macht nichts, wenn du auf die Schnauze fliegst. Das ist sehr bereichernd, denn so mache ich neue Entdeckungen. Nur weil ich einen Schritt weitergegangen bin, der mir neue Wahrnehmungen und eine ganz neue Welt eröffnet hat. Keine Sorge, das wird schon. Aber es ist auch interessant zu sehen, was das an Schwung und Lockerheit bringt. Jetzt, wo ihr müde seid, kommt ihr weiter als mit der ständigen Kontrolle. Ihr seid jetzt lockerer. Wir entdecken eine ganz neue Sprache, die sehr einfach wirkt, wenn man sich die Videos anschaut. Alles geht schön flüssig ineinander über. Aber jetzt wissen wir auch, wie schwer das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist toll, mit Videos zu arbeiten. Es sieht sehr schön aus. Ich bin wirklich gern dabei, aber noch Lichtjahre von meinem Ziel entfernt. Nicht schlecht. Der schönste Moment der letzten 5 Jahre war sicherlich mein Eintritt in das Ballettkorps. Das war ein bedeutender Schritt und eine große Erleichterung, denn damit hat ein neues Leben begonnen. Ich weiß, dass ich gerne rede. Ich kann gut reden, nur wenn es darum geht, über Gefühle und Empfindungen zu sprechen. Ich weiß nicht, da fehlen mir immer die Worte. Aber wenn ich beim Tanzen etwas ausdrücken möchte, fällt mir das leicht. Die Gesten und Bewegungen kommen davon ganz allein. Deswegen möchte ich später gern Tänzer werden. Gut, ruhig. Calm, calm. Eh. Pam, 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 pam. Eh. Pam, 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 pam. Brrr. Ai, Monsieur Pablo, was machen Sie denn? So, und Sprung. Die Hüften nach vorn, genau. Und dann so. Ja, okay. Pom, 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 brrr. Voilà. Genau. Okay? Ja? Okay. Merci. Vielen Dank. Bis morgen. Es gab einen Moment, in dem ich fast verzweifelt wäre. Da war ich 19 Jahre alt. Ich hatte 6 Jahre Tanzschule hinter mir. Ich war gut in Form. Ich hatte alle Energie der Welt. Aber ich saß täglich 5 Stunden lang auf meinem Hintern. 5 Tage die Woche. Auch die Tanzschüler erhalten bereits Gelegenheit, auf der Bühne zu tanzen und so ihrer Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Diejenigen unter ihnen, die in das Ballettkorps eintreten, werden zunächst Ersatztänzer sein. So lange, bis sie aufsteigen. Was bedeutet auf dem Hintern sitzen? Ganz einfach. Die Choreografen wollen bei den Proben oft freie Sicht haben, sodass die Ersatztänzer nicht aufstehen oder tanzen dürfen. Also hockt man an der Seite. Das ist hart, weil man ja tanzen möchte. Das ist so, als würde man einen Rennwagen in die Garage verbannen. Damals dachte ich irgendwann, Pablo, wenn du nicht aufsteigst und nicht mehr täglich 5 Stunden auf dem Hintern sitzen willst, solltest du vielleicht gehen.
Und in dem Jahr bin ich aufgestiegen. Seitdem stellt sich die Frage nicht mehr, weil ich tanze. Du musst mir ein bisschen Vorsprung lassen, das Bein hoch und los. Alles okay? Ich glaube schon. Das wird schon. Wir wissen nicht wann, aber das wird schon. Mit Dorothée gab es Tage, an denen wir ein bisschen entmutigt waren, weil wir spürten, dass wir nicht weiterkamen. Manchmal hatten wir das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Man konnte nie sicher sein, dass ein Schritt am nächsten Tag noch derselbe sein würde. Es galt, setz deinen Fuß, spring ab und dann siehst du ja, wo du landest. Das gilt auch für die Vorstellungen. Eine fortgesetzte Suche bis zum letzten Vorhang. Lift, change, tick, arabesque, ferme, tac. Da habt ihr mehr Zeit. Stell bitte die Musik ab. Nein, Moment. Nein, das war nicht schlecht, aber ihr habt ein bisschen mehr Zeit. Du kannst etwas völlig verpatzen und hinterher mit dem Repetitor lachen und überlegen, wie... Aber das ändert nichts an der Arbeitshaltung. Genau. Und dann machst du eine wirklich große Armbewegung, siehst du? Du kannst dich im Spiegel sehen und deine Armbewegung kontrollieren. Versuch ihn regelrecht zu streicheln, wenn du um ihn herumgehst. Und wenn du etwas mehr ins Hohlkreuz gehst, ist ihr Kopf zu sehen. Wenn sie sich wirklich von der Musik, von dem Chor mitreißen lassen, fallen sie irgendwann in eine Art Trance. Ob wir uns lieben oder nicht, ob wir religiös sind oder nicht. Die Musik ist so stark, dass unsere Gefühle ganz natürlich werden. Bei diesem Stück darf man nichts übers Knie brechen. Wenn man zuhört und sich von der Musik tragen lässt, kommt der Rest von ganz allein. Ich persönlich finde die Musik wirklich großartig. Das ist etwas, das ich auch gut privat hören könnte. Stravinsky ist das schon komplizierter. Ich liebe ihn. Ich auch, aber das ist nichts, was ich in der Metro hören würde. Ich liebe die Psalmen-Sinfonie. Ich auch. Ich höre sie auch zu Hause. Ach ja? Ja. Ich finde, wenn man zu ihr tanzt, hört man die Musik besser. Die Nuancen kommen mehr raus. Ich höre sie sehr gern. Ich finde die Musik sehr inspirierend. Ich mag sie. Das ist besser. Danke. Ja. Hast du schon mal eine junge Giraffe gesehen? Ja? Die bewegt sich sehr merkwürdig. Etwa so. Versuch dich von innen heraus zu bewegen, nicht über die Extremitäten. Die Extremitäten sind das Ergebnis der inneren Bewegung. Überrascht mich. Okay, achtet auf euren Ausdruck. Ich dachte an die Giraffe. Ja, aber das ist zu viel Giraffe. Okay. Die Arme, die Ellbogen, die Hüften, alles exakt platziert.
Nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Kontrolle. Und schreien. Die Hand nach hinten, noch weiter. Ja, du solltest so weit zurück wie möglich. Und los. Und jetzt unglaublich schnell. Das ist gut. Anstatt zu sagen, das Bein mehr belasten oder ungenaue Bewegungen, machte er nur. Und plötzlich war die Bewegung klar. Denn er braucht keine Worte. Er vermittelt seine Intention einfach lautmalerisch. Man konnte sehen, dass er eine super präzise Vorstellung von der gesamten Bewegung im Kopf hatte. Hyper précis la façon dont il voyait le mouvement en global. Mir gefällt, dass Tomoko dort einen Akzent setzt. Das ist toll, sehr bedeutsam. Sehr schön. Und du packst ihren Arsch. Gut. Ich sage immer, wer etwas riskiert, kann ein fantastisches oder ein fürchterliches Ergebnis erzielen. Riskieren wir nichts, wird es mit Sicherheit fürchterlich. Wenn wir ein Risiko eingehen, haben wir eine Wahl. Ohne Risiko ist das Ergebnis immer fürchterlich. Machen wir weiter? Wenn man mit ihnen arbeitet, hat man das Gefühl, dass sie etwas anderes, Größeres sehen. Das ist beeindruckend. Mein Mann, der nur mir gehört. Das sind Leute, deren Arbeitsweise nichts mit dem Ballett zu tun hat. Das ist sicher, aber normal. Ja. Es ist eine andere Sicht und Herangehensweise an den Tanz. Subtil. Ba. Da. Boom. Hohlkreuz, Jungs. Danke. Das war viel besser. Ihr wart sehr gut. Denkt bitte daran, dass ich euch als Menschen auf der Bühne sehen will. In der Ballettschule müssen wir immer etwas anderes sein. Alles ist vorgegeben, wie wir zu gehen und wie wir die Hand zu reichen haben. Das sind alte Klischees. Ich will euch sehen. Dich und dich und dich. Als Menschen auf der Bühne. Eure Rolle, das seid ihr. Die Rolle seid ihr. Ihr müsst nicht vorgeben, jemand anders zu sein, okay? Das ist hier eure Aufgabe. Ich will euch als Menschen sehen. Okay? Vas-y. Plié. Jette. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit, nicht einfach nur formalisierte Bewegungen auszuführen, sondern sich ganz in den Tanz und das, was man ausdrücken möchte, einzubringen. Authentisch sein, menschlich sein, im eigenen Innern, im Bauch auf die Suche gehen. Rest. Jambe. Ich mag eigentlich, wenn mir jemand sagt, du musst das so machen. Aber gleichzeitig gibt es Tage, wo ich denke, den Arm hoch, den Po einziehen. Ich würde einfach gern mich selbst darstellen. Weiche Knie, du hast den Tutu, beug die Knie, Marion. Ich würde die Korrekturen gern selbst anpassen, so wie ich es fühle. Als ich jünger war, hieß es immer, die Probleme lassen wir vor dem Unterricht im Umkleideraum. Aber hier bringen wir unsere ganze Person mit ein. Alles, was wir haben.
Alles. Ja, alles. Total. Das ist wirklich ein sehr großes Risiko. Es gibt so viele Arten, sich auf der Bühne zu bewegen, die man sich über die Jahre angeeignet hat. Für dich selbst ist das normal. Es wird zu deiner Art zu tanzen. Aber eigentlich weißt du nicht mehr. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, wirst du sehen, dass du tief im Innern nicht mehr weißt, ob du das wirklich bist. Das klingt merkwürdig, aber... Finger zusammen. Zum Beispiel sollte ich einen Moment lang regungslos vor dem Publikum stehen. Das dauerte ungefähr eine Minute, was lang ist. Bleib konzentriert, immer. Allein für diese Pose haben wir ewig gebraucht, bis sie natürlich wirkte. Das klingt paradox, war aber sehr schwer. Wenn du versuchst, dich so zu geben, wie du bist, ohne weiter darüber nachzudenken, ist das anfangs verwirrend. Darin liegt für mich die Schönheit, in der Unbefangenheit. Auf die Bühne zu gehen, ohne zu versuchen, schön zu sein. Wir sind das Bindeglied zwischen der Fantasie des Choreografen und seiner Inszenierung. Also das, was das Publikum sieht. Wir haben eine große Verantwortung. Von vorn an, natürlich erst, wenn die Tontechnikerin wieder am Platz ist. Am Ende hat er uns gesagt, dass wir als Künstler einen Moment der Schönheit schaffen müssen. Das sei unsere Aufgabe als Tänzer. Und ich weiß noch, dass dies für mich das perfekte Schlusswort vor der Premiere war. Und irgendwann brüllte er, jetzt! Da sind wir alle zusammengezuckt. Ich glaube, er sagte, was jetzt kommt, macht ihr nicht vorhin oder später, sondern ihr tut es jetzt. Und dieser Schrei hat uns alle aufgeweckt und geprägt, denke ich. Dann war es an uns, etwas Schönes zu erschaffen. Wir wollten einen Moment, ich würde fast sagen, der universellen Liebe erzeugen, der weit über den Saal der Opera Garnier hinausstrahlt. Damals habe ich verstanden, warum manche Leute sagen, auf der Bühne fühle ich mich frei. Ich konnte meine Empfindungen nehmen und daraus machen, was ich wollte. Thank you.
tanzen. Plötzlich denkt man, das ist der Grund, warum ich tanze.